So, da sind wir auch schon wieder. Und, jawohl, die Drohnen sind fleißig wieder am Aufbauen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Ich wollte es erst versetzt haben, dass quasi diese Pumpe hier auf das hier trifft und diese Pumpe auf das hier trifft. Aber letztendlich habe ich es jetzt doch umgesetzt, dass es wenigstens links und rechts symmetrisch ist. Jetzt sind zwar die Tanks versetzt, aber das ist gar nicht so tragisch. Jetzt eh die Frage, wie wir es anschließen. Aber ich würde es gern unten anschließen und in der Mitte rauslassen. Das heißt, wir bringen das mal hier hin. Das ist unser Ausgang. Das raus, hast keine Miete. Genau. Und dann können wir das einfach wunderbar so dran machen. Uns fehlt, glaube ich, noch einiges an Rohren. Ich glaube, an diesen Spezialrohren. Wobei, die von... Ach, die wollen Tunnel haben, sehe ich gerade. Okay, Moment. Da haben wir noch welche. Basteln wir gerade mal davon noch was. So. Ich weiß ja nicht, wie viel die von dem Zeug da wollen. Da haben wir noch ein paar Tunnel. Ach, die Drohnen holen jetzt immer die Tunnel daraus. Nee. Ihr Intelligenzbestien. Und es fehlen sogar Elektrolyser. Cody? Ja, was denn? Kannst du aus meiner provisorischen Anlage diese Elektrolyse rausholen? Moment. Boah, Alter, was machst denn du da? mir ist ein kleines Manöver passiert. Lass mich gerade aufräumen. Elektrolyzer willst du aus dieser Anlage haben? Ja, ist in dieser einen Anbieterkiste oben. Da, wo die Substation MK2 steht. Alter, kommt da die Drohnenarmada. Chef, wir haben da ein Malheur. Ach, du hast das Erz aus hin geholt. Ja, ich habe vergessen, den Filter zu setzen. Ah, ich verstehe. War mein Fehler. Wo bringen die das jetzt hin, ey? Frage, nächste Frage. Oh Gott, die bringen das jetzt. Ah, da sind welche. Okay. Aber nur noch 6 Stück da, ne? Ja, ich weiß, aber ich glaube, die reichen sogar. Gut, die bringen das bis zum Müllhaus rüber. Oh Gott. Ach, zum Glück brauche ich die Drohnen gerade nicht. Oh, es reicht doch nicht. Verdammt, 1, 2, 3, 4, 5 fehlen noch. Naja, egal. Die kann ich später nachsetzen. Das ist nur halb so wild. Ja, ich hab's halt verpeilt, dass du das normale Erz ins Gecrushte alles in ein Warenhaus hast. Ja, schön platzsparend. So, einmal so. Verdammte Axt, warum dir das jetzt hingepackt, das Zeug? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wer hat wohin was gepackt? Ach, wir haben vorher ein paar Drohnen Gewächshäuser geklaut und ich weiß jetzt nicht, wo die hin sind. Wollte sie doch ran. Habe ich, aber da kommt einfach nichts. Vielleicht haben es Konstruktionsdrohnen mittlerweile verbaut. Mal gucken bei meiner Baustelle. Nö, fehlen immer noch 3. Und vorher mehr. Nö. Okay. Dann musst du wahrscheinlich warten, weil die Transportdrohnen momentan gerade etwas überlagert sind. Warum nur? Weiß nicht. Was geschah da nur? Ich hab da jetzt absolut keine Ahnung, ich bin auch total unschuldig. Wie immer unschuldig. Na klar. So, das ist jetzt zumindest schon mal angeschlossen. Jetzt gucken wir gerade, die anderen Tanks sind auch angeschlossen. Das heißt, wir können schon mal die ersten Sachen hier einspeichern. Das ist schon mal gut. Müsstest du dir noch überlegen. Wir können natürlich auch direkt schon mal alles hier verbinden miteinander. Das heißt, wir packen, damit es gleichmäßig aussieht, packe ich die Pumpen nebeneinander. Das ist schöner. Gibt es zwar hier ein Verbindungsstück, aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch. So. Dann. Sehr gut. Die Rohre reichen, Gott sei Dank. Eigentlich Produkte von einer Fabrik zur anderen mit einem Lader weiterreichen? Zwei Lader, ne?
Ja, ja, einer, der es rausholt, einer, der es in die nächste reinbringt. Ja, ja, natürlich. Geht auch, klar. Ja. Warum nicht? Ich bin gerade so ein kleines bisschen am Überlegen, wie ich das jetzt aufbaue. Ah. Ich glaube, bei Schnaps. Baut ihr da immer noch das Schienennetz um? Nee, oder? Gerade nicht. Wieso? Hängt es schon wieder? Nee, bei Schnaps seiner Fabrik kommen bestimmte Erze nicht an und dann werden keine von diesen Katalysatoren gebaut. Welche Erze? Das müsste ich jetzt erst noch herausfinden. Das Problem ist nämlich, die Erzzüge, das hat Schnaps nie gemacht, meine Erzzüge werden durch ein Signal gesteuert, das von Codys Schmelze kommt. Wenn die Schmelze voll ist, kommen die Signale nicht. Und ich habe dem Schnaps gesagt, wenn er Erze braucht, dann muss er mir auch dementsprechend die Signale schicken. Das macht er aber nicht. Deswegen, bei Cody ist voll, deswegen fahren die Züge nicht. Ich sehe es gerade, da fehlen Eisen, Silber und... Eisen und Silber, genau. Okay, Eisen sollte eigentlich hier hochfahren, das ist jetzt komisch. Ich guck mal kurz. Der fährt hierher. Eisenerz an, also... Der hier oben steht auch einer mit 12k, aber der fährt nicht weiter. Stimmt, der steht da oben. Ah, ich kann mir denken, warum. Warte mal, manuell, Automatik. Oh, ausnahmsweise mal nicht. Er hat rotes Signal. Warum hat der ein rotes Signal? Ah. Steht da wieder irgendwo ein Zug außerhalb des... Gut, der wurde jetzt gerade von dem Einzug da. Jetzt hat der... Da klaut ihm die Vorfahrt. Jetzt hat er blau. Aber er ist auf Warten. Bei ihm steht dran 30 Sekunden warten. Ich schicke ihn mal los. Ob er dann... Ja, irgendwie, der stand auf 30 Sekunden warten, aber... Keine Ahnung. Als ich da reingeguckt habe, stand da was von 120 Sekunden. Ja, das war bei der anderen Einstellung. Das ist bei Erzeisen ab. Da hast du falsch geguckt. Aber er lässt auch sehr wenig Erz hier ab. Also das ist auch so geplant gewesen, weil er eigentlich nicht viel braucht, der Schnaps. Mhm. Silber kann ich kurz von Hand reinschippen ein bisschen. Das hält eine Weile. Muss gerade nur gucken. Das war der da hier. Ja, weil sonst wird kein Nitrate Acid hergestellt. Oh, das wäre schlecht. Das brauche ich nämlich auch. So, Silber ist drin. Jetzt werden auch wieder diese komischen Dinger da gebaut. Okay, wunderbar. So. Was fehlt uns da noch? Ernsthaft? Oh, das ist ein verhunzter Bauplan. Warum ist denn hier Brass drin? Ah, toll. Okay. Ich hoffe, das war nur hier. Okay, dann da drüben natürlich noch. Logischerweise auch hier und da. Dann fehlen uns sogar grüne Greifer, sehe ich gerade. Greifer. Wer jetzt sagt, warum fordere ich nicht welche an? Ich bin außerhalb des Drohnennetzes und ich werde mit Sicherheit das Drohnennetz nicht mit da unten verbinden. So. Ich pack's einfach mal hier rein, falls... die außerhalb sind von meinem Netz. Hm, Fließbänder. Okay. So. Wir brauchen, so gesehen, 3 Bahnhöfe. Die können wir auch eigentlich hier hinpacken. Hier können wir sogar 4 machen, falls jemand hier das Rohöl haben möchte. Ich weiß ja nicht. Dann kann man sich schon fast überlegen, ob ich hier ein 4-Schienensystem mache. Aber eigentlich lohnt sich es noch nicht so wirklich. Ist auch die richtige Richtung? Jawohl, ist es. So. Na, so. Ja, ja, das war klar. Dass genau da Rohre sind. So. Und das schließen wir einfach wieder hier an. Können wir hier Signale hinsetzen.
Brauche nur noch einen gescheiten Platz dann zum Wenden. Das ist aber kein Problem. So. Und hier können wir jetzt die ganze Sache machen. Am besten fangen wir hier an. Mit diesem Bahnhof. Sauerstoffzüge sind eigentlich alle mit einem Waggon. Von dem her passt es. Dann, ich versuche mich mal ein bisschen zu tricksen. Wenn wir hier noch einen Bahnhof hin... Weil es sind ja relativ viele. Dann können wir hier auch Wartepositionen setzen für die Sauerstoffzüge. Das heißt, wir haben hier eine Warteposition. Wir haben hier eine Warteposition. Hier eine. Und da eine. Somit haben wir Kapazitäten für 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man den hinteren Teil noch sieht. Das wäre dann hier. Das ist okay. Ah. Okay, dann lassen wir das weg. Egal. Halt, da kann man keine Signale setzen. Wir müssen eins leider Platz lassen. Schade. Dann können wir sogar hier das Signal setzen. Okay, gut. Na gut. So. Ja, hoppla. Ich versuche mich mal hier äußerst schön zu verkünsteln. Da kommt der nächste Bahnhof hin. Das wäre jetzt das andere Gas. Auch hier machen wir zwei. Da werden es eh nicht so viele Züge sein. Ich habe eh keine Ahnung momentan, für was das Zeug gebraucht wird. Okay, nein, das funktioniert doch nicht, was ich eben gefragt habe. Hä? Wo? Reichen das nicht weiter? Die reichen es natürlich nicht weiter, weil die gleichen Anlagen hier... Ach so meinst du das. Ich dachte, du meinst das fertige Produkt in die nächste Fabrik, wo es dann weiterverarbeitet wird. Nee, das meine ich nicht. Das hätte ich auch gewusst. Ja, also hätte das geklappt, das wäre natürlich richtig geil. Aber du kannst ja einen Platz dazwischen lassen und nee, zwei und dann mit Tunnel arbeiten. Und Teilern. Aber das sieht dann nicht so wenig Anlagen, die dann kommen, aber. Aber es sieht dann nicht so schön aus, glaube ich, weil du breiter machen musst. Aber wäre eine coole Idee gewesen. Ja, wäre eine coole Idee gewesen. Hätte Fahrradkette. Ja, richtig. Storage Tanks brauche ich. 1, 2, 3, 4. Dann braucht man noch Wasser. Wasser brauchen wir richtig viel. Boah, da brauche ich alle. Der Wasserandieferungsbahnhof, das ist ja Abgabe. Das heißt, ich werde sogar länger, umso weiter runter ich komme. Gut, jetzt müssen wir eh planen. Habe ich mich verschätzt? Nee, habe ich nicht. Gut, passt. So. Das heißt, hier wäre was. Dann hätten wir natürlich... Können wir von der Seite pumpen. Wir haben ein Rohr runter. Dann kommt da auch nur ein Rohr rein. Leider müssen wir das so machen. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier Sauerstoff ist und was nicht von der Leitung. Werden wir aber gleich sehen. So. Da können wir theoretisch sogar hier reinpumpen. Gucken wir mal, was ist hier was? Das ist Sauerstoff, das geht hier rein. Oh, die sind gar nicht angeschlossen. Warum sagt mir das denn keiner? Wir müssen ja noch die andere Seite auch noch anschließen. Rossi, die sind nicht angeschlossen. Ja, danke. Das heißt, das passt. Muss dann auch so gemacht werden. So. Das sieht sehr wirre und kürre aus, aber irgendwie sieht es auch cool aus. Weiß auch nicht. Oh, nee, ist nicht cool. Ist gar nicht cool. Jetzt haben wir hier die Rohre. Warte, halt. Das geht nicht. Zum Glück ist mir das noch aufgefallen. Hier, das geht nämlich nicht. Wir müssen hier rüber. Müssen dann dahin. Das müssen wir cutten. Das kommt dann so hin. So müssen wir den Anschluss machen. Das heißt, wir können das auch einfach kopieren.
Und hier draufsetzen. Hier draufsetzen. Das brauchen wir nicht. Da ein paar Rohre rein. Da das da rein. Auch ein paar Pumpen, falls sie nicht gesetzt werden. So. Der Rest wird erledigt. Das heißt, rechts ist Sauerstoff, links ist dieses andere weiße Gas. Keine Ahnung. Das heißt, das hier ist unser Sauerstoffrohr. So. Und das hier ist das andere. Wobei ich hier noch gerne eine Pumpe haben möchte. Und weil es so schön ist, kommt hier auch eine Pumpe hin. Und damit man durchlaufen kann. Ich brauche nämlich keine Mods, wie man sieht. So. Klappt das? Dann brauchen wir hier Strom. Den setzen wir mal hier schön in die Mitte rein. Das war klar. Dann halt hier hin. Dahin. So. So, die Anlage hat Strom. Die hier hat noch keine. Machen wir hier mal eine Verbindung hin. So. Hübsch bunt, muss ich sagen, ist das. Bei dir? Ja. Das stimmt wohl. Sieht sehr cool aus. Und die Drohnen sind immer noch beschäftigt mit dem Erz. Nur noch 10.000. Ja, das Blöde ist, wir haben jetzt 39.000 Erz. Baue schon Requester-Warehouses und setze die auf die drei Dinger drauf. Ach, gut, gut, gut. Das wollte ich mich gerade vorschlagen, dass du das vielleicht machst. Ja, es dauert nur ein bisschen, bis meine Bauleiste soweit ist. Ja, kein Problem. Okay. Hab genug Platz da auch ist. Nicht, dass ich eine totale Mess hier veranstalte. Relativ voll alles. Sag, wer ist eher der Wusel-Cody? Der Wusel-Cody. Wie wir wissen, sind die Requester-Warenhäuser etwas kleiner. So, ich glaube, das wird ein experimenteller Bahnhof. Das. Ja, das machen wir so. Achso, und wie kommt der jetzt zurück? Der kann ja gar nicht so, weil da blockiert er dann. Ja, gut, er kann hier lang. Aber das würde jetzt sehr in die. Oder? Oh nein, das passt. Schöne Sache. So. Das ist ein sogenannter Kopfbahnhof, wie man so schön sagt. Und damit der funktioniert, müssen immer auf beiden Seiten die Signale sein. Sonst kann der Zug nicht raus. Das ist erstmal ein Kopfbahnhof, was ist los? Ja, hier wollte ich einfach einen Kopfbahnhof. Ich wollte jetzt nicht einmal drum rumfahren, hatte ich keinen Bock drauf. Hat jemand noch Züge, bevor ich unnötig welche baue? Straße. Straße? Straße. Straße? Ich verstehe dich leider nicht, Cody. Ach, passe. Wie viele Züge hast du denn noch? Gar keinen mehr oder einen? Ich habe gar keinen mehr. Ich baue gerade im K1 Tankwagen, weil ich nicht mehr Material habe. Ich muss jetzt aber noch. Ah, Invar-Platten fehlen mir. Und Titanium-Bearings. Okay. Invar war das da. Genau. Die Bearings, die werden. Oh, ich bin so froh, dass ich beim Cody immer wieder Bearings hier rausholen kann. Die kann man nämlich nicht von Hand craften. So. Da, wo die Warenhäuser schon voll sind, habe ich ein Requester-Warehouse jeweils oberhalb der Anlage gestellt, ne? Bei Givolites zum Beispiel. Ja, ich guck gerade. Ach, das ist da hier. Okay. Bei Saphirit wird's gehen, glaube ich. Saphirit. Saphirit ist. Bei Saphirit geht's.
Ja, weil ich früher abgegrenzt habe, das Fließband, deswegen. Das passt. Ja, schön. Jetzt sind wahrscheinlich jetzt alle Drohnen beschäftigt, oder? Alle 5003 Logistikdrohnen sind unterwegs. Hui. Bumm. Ah, Strom geht. Oh, dann brauche ich mal die Züge, um die du mir gerade gegeben hast. Dankeschön. Habe ich jetzt MK2. Was brauche ich denn für MK3 Tankwagen? Von euch hat mir keiner Belader, oder? Ach, doch. Kann ich dir bieten. Moment. Wo stehst du denn rum? Gerade da in der Nähe deiner Anlage. Ich bin bei mir gerade am Aufräumen. Ach halt, Kannst du mal wohin gehen, wo du nicht auf auf einer Sache stehst? sorry. Schön. Danke. Bevor ich das jetzt von Hand baue, das dann nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir. Glaube, die Dinger brauchen wir auch. Ja, die habe ich gebraucht. Die habe ich doch gesucht. Genau, die da hier. So, oder? Ich glaube, die waren es. Wenn nicht, dann egal. MK2 Flutwagen. Storage Tank MK2. Lagertank, Rohr, Eisen. Moment. Mach doch hier irgendwo Eisenrohre. Wo ist denn die Rohrfabrik? Die ist da. So. Dann nehmen wir hier noch was mit. So. MK3-Zug, sehr schön. Dann einen MK1 Flutwagen, noch ein MK3. Machen wir einen Dreierbahnhof? Ja, doch, wir brauchen Wasser ohne Ende. Wahrscheinlich muss ich nochmal einen Zug bauen. Oh mein Gott, ich spiele schon wieder Meskias. Yay! Ein Hoch, ein Hoch, ein Hoch, ein Hoch, ein Hoch. Ich find's toll, Cody. Wenn du gerade was brauchst, ist es nicht so toll. Also wenn du gerade was rausnehmen möchtest. Kenn ich. So. Keiner hat das Spiel verlassen. Ah ja. Okay. Ja, gleich wieder, gleich wieder. Das ist gut. Er boykottiert. Nein, ich musste gerade ein paar neugierige Gesichter. Ah, gab es wieder Anfragen beim Zugucken, hä? Quasi. Oh, da kriege ich bestimmt auch gleich eine Anfragen Anfrage. ohne Anfragen? Dann kriege ich bestimmt auch gleich eine Anfrage. Wäre zumindest nichts Neues. Blicke ich gerade, wir haben. Ja? Ja, ignorieren wir das mal. Ja. Ich denke, derjenige, der jetzt diese Folge hier angucken wird, und wird sich vielleicht angesprochen fühlen und dann vielleicht drüber nachdenken, dass das nicht ganz so cool ist, wenn man aufnimmt. Vor allen Dingen wäre es nett, wenn man mit einem erstmal spricht, bevor man einfach was wo zugucken möchte. Wäre einfach höflich. Hätte auch sein können, dass wir gerade ein Porno nachbauen im Factorio. Ja, genau. Was auch sonst, ne? Also das würde ich dir mit Lichtern noch zutrauen, Kain. Ja. Deswegen, ja. Ich auch, Rudi. Wenn es Deswegen nur möchte ich das ja gerade einfach mal ansprechen. Das könnte auch und gerade wenn es nicht. nur Strichmännchen-Porno wäre. Strichmännchen-Porno. Bringst mich gerade auf Ideen, das ist gemein. Oh Gott. Pfui. Kein Pfui. Aus. Aus. Ja, Hundeblatt. dieses Display muss USK 16 bleiben, oder wie war das, ne? Kann ich besser noch 12. Obwohl, da sind wir definitiv drüber manchmal. Da sind wir definitiv drüber. Das glaube ich auch. Keine Fabriken mehr, Fabrik. Was? Was? Das ist ja Wahrscheinlich, weil irgendwo Schmiermittel skandalös. fehlen oder so. Schon wieder? Ja, ich glaube, darum werde ich mich bald kümmern. Dass das mal ein bisschen besser läuft. Warte mal, wenn ich ziehe, dann mache ich ja auch eine Das Ganze Fabrik. auf Resigas Was machen wir? umstellen. Das Problem ist dann nur, dass uns irgendwann mal das Resigas ausgeht. Ja, das habe ich, genau das, als du das damals irgendwo gepostet hast, ich habe absolut keinen Plan, was du da Wie gesagt, das sind meintest. zwei, drei Handgriffe. Ich kann das machen, aber dann geht uns irgendwann mal eben das Gas aus. Und Wo kriegst du denn das her? ja, das müssen wir eigentlich, das hat mir Schnaps eigentlich als Nebenprodukt hergestellt. Du kannst es direkt herstellen mit den Reststoffen, die ich habe.
die mischst du mit Dampf und dann kriegst du wieder dieses Gas. Das Problem ist, ich krieg gar nicht genug von diesen Feststoffen. Das ist eine Nullrechnung oder eine Minusrechnung im Endeffekt fast. Welcher Feststoff? Die Oil Residuals, also die Ölrückstände, die werden auch beim Schmiermittel produziert und in dem Lagerhaus abgeladen. Und ich hätte die Produktion von dem Zeug einfach da direkt daneben gebaut, weil du da ja nur noch Dampf brauchst. Dann sparst du dir einen Weg. Okay. Ich guck's mir mal an kurz. Guck's dir mal an, gib mir Bescheid, ob sich's lohnt oder nicht. Alter, wer klaut hier so viel Stahl? Ich weiß, weil ich weiß, was bei den Maschinen fehlt. Steel Bearings, die Fabrik, wo die Steel Bearings dafür herkommen, hat komischerweise keinen Stahl. Okay. Aber wieso? Vielleicht gab es einen Sauerstoffleck und ist es kein Stahl produziert worden. Sauerstoffleck. Aber Stahl in der Stahlentwicklung, also. Der Stalingrad wäre, wa? Zack. Oh Gott. Also jetzt wird es immer schlechter mit den Witzen. Ich weiß warum. Weißt du warum? Es hat eine Upgrade-Folge. Upgrade-Folge? Ja, eine Folge eines Upgrades, sozusagen. Außenposten, Wasser, Anlieferung. So. Ah, du meinst Tunnel abgegradet worden und ja. Dinge. Wo ist der ehemalige Bahnhof? Und jetzt sollte es wieder von alleine gehen. Muss ich mir Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So, das hier. Da ist ja jetzt das, das Dampfkondensat drin. Kacke. So. Ja, Sauerstoff. So. Was wollten wir hier anliefern? Schlacke, ne? Das heißt, dieser Bahnhof hier wird jetzt umbenannt in Erz, Wasser, Abholung, so. Jetzt nur die Frage. Okay, raffen das die Züge? Ja, die Züge raffen's gut. Reiß ich mal schnell die anderen Fabriken ab. So, der Rest ist uninteressant, wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht zu viel abreißen. Und huch. Oh shit. Aber theoretisch. Ja, hier ist nämlich das Fließband, genau, da müssen wir aufpassen. Wir haben ein Problemchen. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Es steht nicht zufällig jemand irgendwo auf einer großen Thermalwasserquelle? Wisst du, wo eine ist? Ja, ich auch. Eine relativ große sogar. Ja. Die sogar relativ in der Nähe ist. Ja. Ja. Eben. Man muss nur, deswegen ja der Erzbahnhof, dann kann nämlich hier der ganze Bahnhof hier weg auch. Nicht Erzbahnhof, das Lager. Quasi. Ja, dann baue ich es erstmal nur mit Zuleitung dazu und. Kein? Hört ihr euch da drum? Ja. Ich glaube, du hast das Prinzip des Lagers vergessen. So. Ich schicke dir keine Züge, ne? Das kriegst du per Fließband rüber. Was? Ja. Die Entnahme ist per Bahnhof. Wow, okay. Deswegen solltest du es ja da unten hinbauen, weil dann muss ich die Fließbänder nur rüberbringen, weißt? Ja gut, dann. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Oder auf. So, ach, die wollen noch Module haben. Ah, ich verstehe. Erspart mir das eine Menge so eine Sortiererei. Das ist doch gut. Oh, apropos Module, wo sind die Module? Die waren da oben. Zack. Wir klauen mal welche raus. Wir klauen nochmal welche raus und nochmal welche raus. Packen die einfach mal hier in die Kisten und gucken mal, was passiert. Jetzt Artillerie, ne? So, Außenposten Wasser an. Wenn leer, dann fahr los. So, dann fahren wir gleich mal mit. Oh Mann, die Folgen gehen viel zu schnell rum. Das ist echt nervig gerade. Wasser ab, Wasser an. Was ist das denn? Wasser ab. Erzwasser ab. Ich hab
habe doch kein Wasser ab da oben beim Erz. Wieso heißt denn der Bahnhof falsch? Doch ab passt. Erzwasser ab passt. Wo ist Erzwasser an, bitte? Erzwasser an. Ach, das sind die das ist ja eigentlich Purified Water. Na ja, gut, okay. Egal. Also, Erz. Unterstrich Wasser. Abholung für ab. So, Inventar voll. Let's go. Oh, trotz MK3-Züge ganz schön langsam. Oh, natürlich kann er hier noch nicht vernünftig umdrehen. Da müssen wir uns auch noch was Besseres einfallen lassen. Das. Wobei, es funktioniert. So ist nicht. Ist okay. Ah, er kommt. Ist passend gemacht. Abgedreht? Er kommt langsam in Fahrt. Was abgedreht? Hat mir irgendwer den Saft abgedreht? Nö. Also ich nicht? Gar nicht. Gar nicht, wie ich von hier aus da dran komme. Was für den Karte? Aber Karte okay. Redundant und so, oder wie war das? Redundanz ist nicht bei uns. Also, mit anderen reden. Was ist das? Ist der Strom wieder da? Ja, ich habe die gerade mal wieder Strom gegeben. Kein was. Ich habe aber noch gerade geguckt, wo der Strommast in der Nähe fehlte. Und irgendwie abhanden gekommen. So. Was hier? Kein was. Tut jetzt nur so. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es hier am Umbau lag gerade eben, weil ich habe gerade auch keinen Strom hier. Das würde mich jetzt wundern, wenn du da unten was abreißt und Brummi da oben in der Mitte keinen Strom mehr hat. Nee, da wo ich gerade bin, meine Erzanlage. Ah, übrigens ist mir gestern aufgefallen, als ich gemerkt habe, meine Flare-Stacks reichen nicht, habe ich festgestellt, cool, da kann man Geschwindigkeitsmodule reinpacken. Die Dinger gingen ab, ey. War so geil. So. Und schon war alles verheizt. Ja, verheizt. So. Hat meine Flüssigkeitsanlage da oben eigentlich noch irgendwelche Mucken gemacht gestern? Ich habe nicht geguckt. Von dem her kann ja, das ich durchzulaufen. Kann ich dir das nicht sagen. Ja, mit der neuen Einstellweise, wie ich sie jetzt da oben habe. Aber ich denke, die funktioniert. Ach, immer diese Invar-Platten. Cody, für was brauchst du, also da du ja gerade dich nicht um die Schmelze kümmerst und dir das Erz so wichtig ist, was ist daran an dem Chrom so wichtig? Also was für ein Fortschritt erreichen wir da? Mir ist hauptsächlich das Mangan wirklich wichtig. Ah, okay. Um es zum Weiterverarbeiten, das Mangan wird für viele Stufen bei der Schmelze gebraucht, um die höheren Stufen vom Weiterverarbeiten quasi freizuschalten. Wahrscheinlich Electronic Processing Board vielleicht? Nee, hätte sein können. Nee, ich meine direkt in der Schmelze. Also wenn du in der Schmelze schaust, was gewesen? Bei... Mhm. Bei irgendwelcher Schmelzerei brauchst du Mangan. Hat nicht den direkten Überblick. Macht nix. Ich glaub dir das. Alles klar. So. Wasser. Wo kriegen wir Wasser her? Wir kriegen hier überall Wasser her. Nur nicht ganz so unschön. Wir haben hier zwei Pumpen und hier sind drei Pumpen. Mal gucken. So. Gucken, ob wir das irgendwie verschalten. Ja, ich habe das nächste Thema. Hilfe. Oh je. Ich muss Schmiermittel hierher kriegen. Ach so, okay. Kriegst du von unten? Also, ich mache dir hier mal eine Zuglinie, dass das wenigstens ins Bild passt. Was? Wo? Ich mache dir gerade eine Zuglinie. Du machst mir eine, ach so, okay. Ja, die schließe ich ans vorhandene Schienensystem unten an. Der Zug kommt dann von unten quasi bei dir. Ich muss gerade nur ein Radar setzen, weil ich da unten nichts sehe. So. Soll ich, auf welche Schiene soll ich den dann kriegen? Hä? Hier? Wie, auf welche Schiene?
Wo kommt der dann bei mir hier oben an? Der kommt von unten nach oben. Was? Darf ja. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Aber ich frage, wo er herkommt. Von unten nach oben. Genau. Auf dem Gleis, alles klar. Okay. Ja. Ich kann das auch ans linke Gleis liefern, wenn du willst. Aber da muss ich dann eine Schiene setzen. Das ist mir relativ. Okay. Erstmal musst du, glaube ich, Lampenabschüttung setzen. Das wäre nicht das Problem. So viel wie wir haben. Haben wir mittlerweile genügend? Kann man genügend haben, lieber Kain? Deswegen meine ich, also 5 Meter Land und dann war es das wieder. Weil ich sagen muss, wir haben schon alleine in der Fabrik, die die Landaufschüttung herstellt. Aber wobei, es geht 69.000. Hammer. Weil die Landaufschüttung nicht mehr ganz so krass hergestellt wird. So. Dann packen wir das dahin, das packen wir dahin, hoppla. So. Gott. Erst hatten wir gar kein Plastik und jetzt drin. Plastik oder was? Ist doch gut. Was meinst? Erst hatten wir gar kein Plastik mehr und jetzt ertrinken Plastik. Das würde ich das noch nicht nennen. Also mir ist auch zu viel. Dennoch ist mir das Letztere lieber. Vor allem Plastik ist ja nicht gleich Plastik, ne? Ja. Ich meine ja dein Bioplastik. Bioplastik. Ja, yeah, das ist kein Scheiß. Ja, ich weiß, dass es kein Scheiß ist. Ja, im Endeffekt ja schon. Also, ja, ja, irgendwie schon, ne? Hat er jetzt nicht Unrecht. Laut. Davon immer komplexer. Nee, ich meine das ja so. Das, was ich herstelle, ist Polyethylen und das, was Schnaps hergestellt hat, ist ja Polypropylen. Ist das eine aus Öl, das andere aus Alkohol, so gesehen. So. Kennst du den guten? Oh, oh, oh. Ach, da oben schon wieder. Okay. So. Also die pumpen Wasser, aber ich befürchte, es reicht nicht. Müsste ich mal gucken, ob ich da noch eine andere Wasserquelle anzapfe. Ich weiß, dass Schnaps da oben noch irgendwo Wasser anzapft, aber das wäre eigentlich schwachsinnig, von da oben Wasser zu holen. Aber wäre eine Idee. Der wäre sogar ausgelegt dafür. Im Notfall können wir auch noch hier Wasser abzapfen. Bevor ich jetzt hier nochmal 5000 Leitungen hier rüber lege. Oh, und ganz wichtig, das sehe ich jetzt gerade erst jetzt. Wir müssen natürlich hier auch noch Anforderungskisten hinsetzen. Und hier vor allem was anderes einstellen. Lasst mich mal kurz. Ah, jetzt hat er schon Kohle getankt. So, 200 davon. Und für die faulen Doskias, so wie ich einer bin. So. Jetzt fehlt da auch Strom. So, und schon wieder sind wir bei einer saftigen Überlänge. Oh Mann. Dann würde ich sagen, wir machen hier wieder einen klitzekleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Tschüss.